Fischer, ihr kennt ihn schon aus einem unserer Videos. Und jetzt geht es hier weiter. Wir verfolgen jetzt jeden Step mit. Das hier ist jetzt eigentlich so der erste kleine Step. Wir wollen euch komplett dabei haben, deswegen machen wir auch von dieser Sache ein Video, auch wenn es nichts Großes ist. Es folgt aber dann noch Vlog 2 und 3. Da kommen wir aber gleich dazu, worum es da geht. Ja? Aktuell seht ihr hier, wir haben hier den Schriftzug vom Ranger. Normalerweise ist der wie hier quasi in diesem schwarz-grau Anthrazit. Und da gibt es jetzt ein kleines Gimmick, was natürlich in dem Fall zur Farbe vom Fahrzeug passt. Und zwar gibt es hier diese schönen Buchstaben. Und zwar das Wort Ranger, in dem Fall in Orange. Natürlich nicht ganz in Wagenfarbe, aber es sieht optisch sehr, sehr gut aus. Gibt es in dem Fall bei eBay zu kaufen, auch wenn ich da viele Sachen nicht kaufen würde. Aber das, finde ich, macht einiges her, macht das Auto von vorne ein bisschen aufwendiger. Es fällt einem schneller ins Auge. Ja. Die sind einfach geklebt mit Doppelklebeband. Nehmt einfach ein bisschen Alkohol, macht hier alles sauber und dann könnt ihr die Buchstaben aufkleben. Ja? Das würde ich sagen, das machen wir jetzt kurz und dann sind wir gleich wieder da. Ja, so wie ihr seht, sind wir fertig. Und ich muss sagen, ich finde, es macht richtig viel her. Es ist ein kleines Gimmick, das jeder kann. Dazu muss man nicht in die Werkstatt, dazu muss man nicht irgendjemanden suchen, der einem das macht. Wichtig ist, dass ihr es vorher sauber putzt. Für das, dass es Zubehör ist, für das, dass es ein paar Euro kostet, ist natürlich in der Herstellung auch nicht teuer. Ich meine, das ist aus irgendeiner Plastikplatte gefräst und dann Doppelklebeband dran. Sieht es doch relativ gut aus und passt auch sehr genau an diesem Fahrzeug. Ich finde, es ist ein kleines Gimmick, aber wir haben jetzt noch einen Vlog, beziehungsweise zwei Vlogs, die mehr Sinn machen, beziehungsweise was ein bisschen so der Nachteil beim Ranger ist. Wir haben zum Beispiel das Problem beim Rückwärtsfahren bei Nacht, dass die Kennzeichenbeleuchtung relativ stark ist. Und was wir da machen, das sehen wir dann in einem nächsten Video. Deswegen wünsche ich jetzt euch für heute einen schönen Abend und dann sehen wir uns im Vlog 2. Bis dann!